Also wir befinden uns in der Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben. Die Grafikstiftung wurde vor 12 Jahren gegründet und vorausgegangen war 2010 die Landesgartenschau hier in Aschersleben. Neo Rauch, der hier in Aschersleben aufgewachsen ist und heute in Leipzig lebt, einer der berühmtesten Künstler unserer Generation, der ist hier wieder verbunden mit dieser Stadt und er sollte 2010 hier eine Ausstellung anlässlich der Landesgartenschau gestalten. Er hatte aber damals keine Zeit, weil 50 Jahre ist er geworden und da hat er große Ausstellungen in Leipzig und München gehabt. Und dann kam aber dieser Gedanke, dass hier seine Meisterschüler ausstellen könnten. Eine wunderbare Ausstellung damals, aber durch das, was hier entstanden ist in Aschersleben, dieses neue Gebäude, in dem wir uns befinden, da war so beeindruckt, hier passiert etwas. Und der Gedanke, hier könnte er das grafische Werk schenken, sein grafisches Werk der Stadt Aschersleben. Wir haben hier eine seiner Grafiken, auch noch kleinere Grafiken. Wir sammeln nur die Grafiken von Neo Rauch. Damals, vor 12 Jahren, waren es 64 Grafiken. Inzwischen haben wir 140 Grafiken im Konvolut. Und das ist das Besondere, diese präsentieren wir auch. Und aktuell haben wir aber eine andere Ausstellung. Wir haben die Entwürfe, Kostüme und Bühnenbilder für Bayreuth. Hier zum Beispiel der Schwan linker Hand. Wir haben Kostümentwürfe. Also die Grafikstiftung hat immer Jahresausstellungen. Die gehen ungefähr 11 Monate. Und im Mai meistens ist geschlossen. Dann wird neu wieder aufgebaut. Neue Ideen gibt es schon. Ja, und wir haben hier auch jetzt in unserer aktuellen Ausstellung Rosa Loy, seine Ehefrau Neo Rauch, haben wir das Thema Bläue, Kostüme, Bühnenbilder und wir haben natürlich auch Strommasten dabei. Neo Rauch lebt ja von Symboliken in seinen Bildern. Wir haben Kostümentwürfe, die männlichen alle von Neo Rauch, die weiblichen von Rosa Loy. So. Wir haben geöffnet, immer von Mittwoch bis Sonntag. Von 11 bis 17 Uhr, das sind unsere Sommeröffnungszeiten. Ab November bis Februar haben wir geöffnet 10 bis 16 Uhr. Wir haben, ich denke, einen moderaten Obolus von 6 Euro für Vollzahler, ermäßigt 4 Euro. Und Kinder und Jugendliche, das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, die haben bis zum 18. Lebensjahr freien Eintritt. Ebenso alle museumspädagogischen Projekte sind bei uns frei. Also